So Leute, da sind wir wieder. Diesmal bei der Vanilla-Festung. Die geheime Burg in dieser Welt. Okay. Ich sag's bloß mal gleich voraus. Das ist eine totale Unterwasserburg. Also ihr seht, das kann man wieder von der Farbe nicht erkennen, ich weiß, aber ihr seht, ich schwimme und da sind Fische und das sollte eigentlich alles erklären. So, das ist wieder jetzt mal eine schwierigere Art der Burgen, ne? Vor allem, weil es unter Wasser ist und ja, die Stacheln sind vor allem gefährlich, die Fische, aber auch diese Ball and Chains, die sich immer drehen, die kennt ihr ja bereits schon. So, eine zweite Feder. Und hier gibt es auch diese fallenden Stacheln, die mag ich gar nicht. Und diese Knochentrocken, die wo auch echte Knochen dann werfen, die habe ich noch nie besonders gemocht. Also, ich weiß nicht, wer solche Sachen überhaupt mag, aber von euch anscheinend keiner. Hoffe ich doch sehr. So, wir hätten jetzt auch links rumgehen können, da wäre aber ein Art Geheimgang und ein längerer Weg. Man würde aber am Ende dann wieder an derselben Stelle rauskommen. Also, da würden wir hier oben einen Kreis rum machen und das finde ich eigentlich recht sinnlos. Und da oben gibt es halt nur ein paar Leben-Items oder auch Münzen und das ist jetzt nicht überlebenswichtig, sage ich jetzt mal. Also, in den Vanilla-Festungen kommt immer der gleiche Boss, immer Rätsel nur, immer gleich. Wenn man zwei wegmacht, ja, fängt die Brücke an, sich zu zerbröseln. Das heißt, man muss direkt auf diese Plattform draufsteigen und diese Biester da runterwerfen. Ist nicht besonders leicht, wenn die einen noch hinterher spucken. Aber es ist gut machbar. Und jetzt ist er runter. Ja, also der Boss ist immer gleich bei jeder von diesen geheimen Burgen. Die kann man ja nur durch Geheimgänge finden. Die gibt es in mehreren Welten und ja. So, jetzt seht ihr gleich, hier baut sich eine Brücke zusammen und da kommt ein neues Leben. Danach, nicht ein neues Leben, ein neues Level. Danach wird nochmal ein neues Level kommen. Und wir werden jetzt erstmal die Butterbrücke 1 betreten. Danach kommt die Butterbrücke 2. Oh ja, mal wieder ein Level zum Mitlaufen. Die habe ich immer gehasst. Wie jedes Mal. Aber irgendwann muss man sie halt mal durchziehen. Ja, und die bewegen sich ja auch noch nach unten, ne? Ah, das war jetzt Glück. Das ist aber irgendwie voll schlecht, dass ich gleich so früh mal abkack. Ah, heieiei, da geht's ja ganz schön zu wieder. Okay. Ja, der Koopa sollte mich jetzt hier hochbefördern, gut. Wenn man halt einmal vorbeihüpft, verkackt, da gibt's gar nichts anderes mehr zu sagen. Man hat halt einfach. Ja, man hat einfach verkackt. So, zwei Leben. Ah, scheiße. Okay, war eine faire Quittung. Wir haben zwei Leben bekommen und eins verloren. Also haben wir eins insgesamt gewonnen. Faire Quittung, würde ich sagen. Gleich nochmal. Ah, das sind diese Level. Dafür werde ich öfters verlieren in solchen Leveln, weil ich mag die einfach nicht. Die sind einfach scheiße. Man fliegt zu oft runter. Man hat Unsicherheit beim Übergang auf die nächste Plattform und ja, da hat man manchmal auch Probleme dann. Aber ich versuche jetzt das Beste draus zu machen. So. Koopa. Sehr schön. Noch sind wir unversehrt. Okay, beim Sturz in eine Schlucht. Da bleibt man unversehrt, bloß man fällt halt ziemlich tief dann eben. So, hier können wir schön Leben holen. Und eins und zwei und drei und vier und fünf. So. Das war doch mal schön. Fünf Leben. Ach du Scheiße. Ja, so langsam wird es mir wieder echt peinlich. Okay, nochmal. Aber jetzt sollte ich es echt schaffen. Weil, wie gesagt, das hält jetzt das ganze Spiel wieder auf und das wird dann nur wegen diesem einen Level nochmal ein zusätzliches Video geben müssen. So, dass es dann am Ende, also ich weiß nicht, wie viele Videos das Spiel geben wird, aber ich denke mal so um die 20 bis 30 Videos wird das Spiel geben. Es gibt 7 Welten, wir sind in der 5. Welt, wären wir jetzt.
Aber da es noch so viele geheime Wege und auch die Sternwelt gibt, gibt es ja 8 Welten eigentlich mit der Sternwelt zusammen. Und deswegen, ja, ist das immer ein bisschen shit, ja, schlecht einfach. So, diesmal aufpassen, weil jetzt kommt wieder Tempo in die ganze Sache hier rein. Ach, das gibt's da wohl nicht. Ach, letzter Versuch. Wenn nicht, dann gehe ich zurück und hole mir ein paar Items. Ich hasse es. Es tut mir so leid, Leute, aber ich verkacke einfach in diesen Leveln. Ich hasse die so dermaßen. Aber ich habe ja gesagt, ich werde das Spiel 100% meistern. Also, okay, 100% bis auf die 5 Münzen in jedem Level. Aber sonst 100%, also jedes Level, das es in dem Spiel gibt, werde ich machen. Es gibt noch ein schönes Geheimlevel, wo auch so Torpedos dran kommen. Das ist allerdings nur ein einziges Level. Das ist auch bei dieser Brücke, die wir schon gemacht haben. Da kommt das vor. Und ja, das Level ist nicht besonders schwer gut zu machen. So, diesmal müssen wir hier eine Weile draufbleiben. Okay, diesmal gut geschafft. Puh, da bin ich immer ein bisschen skeptisch hier. Da habe ich auch echt Angst bei dem Übergang. So, jetzt haben wir hier mal eine Plattform, wo wir in Ruhe drauf stehen können, ohne dass wir gleich hier komplizierte Sachen machen müssen. Also kompliziert in dem Sinne, ja, so von Plattform zu Plattform mit hohem Abstand und alles so schwer gestaltet und so, ja. Okay. Ach Mann, wir sind schon wieder abgestürzt. Das gibt's doch echt nicht. Also jetzt reicht's. Jetzt hole ich mir ein Item. Ich bin so scheiße und ich bereue es wirklich, dass ich dieses Level überhaupt erst gemacht habe. Ich hole mir jetzt echt Items und alles und ein Yoshi und wenn der dann runterfliegt, kann ich mich immer noch retten. Also das ist mir jetzt echt peinlich vor euch, dass ich gesagt habe, ich kann das Spiel und dann verkacke ich doch noch. Also das sollte mir nicht mehr relativ oft passieren. Deswegen gehe ich jetzt auf Nummer sicher und hole mir alles dafür, was ich brauche. So, wenn ich es jetzt immer noch nicht schaffe, dann lasse ich den Scheiß aus und mache das dann am Ende dann. Also ich werde das Level dann noch ein bisschen üben und dann also extra für euch werde ich es üben und dann noch am Ende machen vorm Endboss, weil das ist schon einfach scheiße und da werde ich ewig feststecken bleiben und nie vorankommen im Spiel, dass das Spiel sonst ewig lange und ewig viele Let's Plays hat und das soll ja auch nicht der Sinn und Zweck davon sein, sondern der Sinn und Zweck soll sein, dass ich das Spiel in kürzester Zeit durchspiele und das ist ja im Moment nicht einfach. Dennoch probiere ich es irgendwie. Und ich hoffe, dass ich es jetzt dann bald mal schaffen werde auch. Wenn ich halt einmal einen Yoshi verliere bei so einem Viech, dann ist das natürlich auch schon verloren. Dann habe ich auch schon verkackt. Okay, bis jetzt geht noch alles gut. Ich kann schön in Ruhe schweben. Ah, erstmal abgesichert. Wir haben Yoshi, wir haben Feder, alles cool. Unglaublich, dass ich jetzt für 2 Level oder beziehungsweise für ein Level, falls ich das jetzt nicht schaffen sollte, dass ich für 2 Level oder beziehungsweise ein Level wirklich ein komplettes Let's Play von ungefähr 10 Minuten bis zu eine Viertelstunde brauche. Das kommt mir jetzt schon irgendwie scheiße vor. Aber vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Okay, Yoshi ist schon mal weg. Ach, Gott sei Dank, Gott sei gesegnet. Ich hab's. Ah, nein, ich hab's noch nicht ganz geschafft. Aber jetzt. Ach, Leute, endlich. So. Gut, das wird es dann jetzt auch schon wieder gewesen sein.
Oder kommt schon, ich ziehe es das hier noch durch, dass ich wenigstens drei Level gemacht habe. Das ist nicht zum Mitlaufen, da fliege ich jetzt schnell durch. Da würden sowieso bloß Koopas durch die Gegend fliegen. Okay, ganz durchfliegen wird wohl doch nichts damit. Ihr blöden Drecksviecher, leckt mich doch am Arsch, ey. Aber du volle Kanne. Okay, es ist noch nicht alles verloren. Halber Weg. Oh Mann, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Es gibt nicht mal einen Level in einen halben Weg. Zum Beispiel in dem Level gerade eben. Da habe ich doch keinen halben Weg entdeckt, oder? Nein, habe ich nicht. Schlechtes Beispiel schon mal. Oh nein, gefährlich. Das ist immer gefährlich. So eine Ausgangsposition. Yeah, Yoshi-Münze. Okay, abgesichert. Okay, den halben Weg haben wir. Wenn nicht, dann würden wir sowieso da gleich weitermachen können. Ist schon mal gut. Ach, hier kann man gar nicht durchkommen, ohne ein Leben zu verlieren. Das ist doch voll die Verarsche. Oder? Doch, man schafft es sogar. So. Ah, habe ich wenigstens dieses Level noch gemeistert. Okay, das ging jetzt schnell, relativ schnell. So, ihr seht, jetzt wäre man auch auf diesem Weg zu der Burg hingekommen. Okay, Leute, beim nächsten Let's Play